Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovich? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gut in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Alles klar, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Wolfenstein, der Old Blood. Die Papiere bitte. Genau. Hier. Servus. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Okay, okay, so. Das ist das DLC von... Sie und ich, Blaskovich. Ja? Als Team. Ja. Wir schaffen das. Okay. Bin ich begeistert. Also gut. Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Ja, das klingt beruhigend. Vielen Dank. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Helmut Franz. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Alles klar. Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird. Ach, scheiß drauf. Wir haben gar keine andere Wahl. Neues Ziel. Folge Weasley. Stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Cool. Ich mag solche Gespräche. Ich finde die sehr unterhaltsam. Was soll ich deiner Mutter erzählen? Einfach mal eine Karte geklaut. Nur, dass wir sehr unauffällig sind. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Ich glaube, wir müssen warten. Alles klar. Bis er durch ist. Schau, der Hund. Ach, ist der nicht süß. Was gibt's, Greta? Hallo. Wer hat denn hier? Ja, natürlich. Bitteschön. Augenblick, warten Sie. Aus. Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Was? So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Greta? Ach, ein toller Name. Wir dürfen weiter. Traumhaft. Haha. Aber gefällt mir jetzt schon sehr gut. Hallo. Darf ich rein? Danke. Wie gesagt, der Old Blood, das erste DLC zu Wolfenstein. Hotdog. Ja, Hotdog. Das musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter.
Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Wir leiten das Kommando jetzt und immer 1946. Sogar ein Stuhl im Fahrstuhl. Cool. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Morgen, ne? Passt. So läuft das. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Burg Wolfenstein. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Wo ist hier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge? Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Habe ich das schon erzählt, Blaskovic? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr Helga. Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Ja. Helga! So kennt man das. Der Old Blood ist oder läuft vor der Original, also vor Wolfenstein The New Order. Es ist der Krieg noch nicht ganz verloren. Los jetzt. Aber ich schalte den Alarm aus. Aber leider Sie wissen. Gehen zu Helgas Forschungszentrum. Okay. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Alles klar, danke. Halten den Kanal offen. Ja. Aber leider wissen wir ja, was passiert. Weil wir kennen ja den New Order. Suche Helgas. Helga! Das Forschungszentrum. Röhrensoldat. Ha, schön, ich mag das. Sowas mag ich. Hat was Authentisches. Wenn die Figuren mit einem interagieren. Na? Sieht ja lustig aus. Aber natürlich. Außerdem ist Helga gerade in Wolfsburg mit anderen Dingen. Ich will nachsichtig sein mit dir. Diese Unterhaltung aus meinem Gedächtnis löschen. Und jetzt hältst du den Mund. Verstanden? Hast du nicht verstanden? Du hast gesagt, ich soll den Mund halten. Was haben wir denn hier stehen? Der gute Bürger ist pünktlich. Verpassen Sie nicht Ihren Zug. 5:12. Was für ein Zufall. German Express. 5:12. Was haben wir hier? Germany in Paderborn. Ein unverfälschtes Touristenziel. Informationen und Broschüren beim Informationsbüro der Germanien Reiseagentur. Der German Reiseagentur. Germanien. Ja, wobei. Germanien eigentlich. Das ist nicht Englisch. Das heißt schon Germanien. Die Figur sieht ein bisschen aus wie wir. Und ich finde es cool, dass sie sich über Paderborn lustig machen. Ich meine, warum nicht? Er kann nicht allein zum Mond. Der staatliche Mondkolonisierungsprogramm hilft einem Land auf dem Weg in die Zukunft. Jetzt anmelden. Lift. Aber Lift ist dort auf Englisch hier, oder was? Mond. Die Zeit ist gekommen. Abenteuer Mondflug. Ja, ist abgeschnitten. Abenteuer Mondflug wahrscheinlich. Tragen Sie sich bei der nächsten Anmeldungsstelle ein. Die Raketen sehen sehr lustig aus. Seilbahn am sicheren Seil. Cool. Ja, das kann man ja schon. Muss ich hier überhaupt rein? Ja. Ich denke schon. Wir müssen zuerst suchen. Für was haben wir jetzt? Bin jetzt im Aufzug. Und haben gar nicht getrödelt. Wache gesichtet. Ich schalte sie aus.
was machen Sie? So, und jetzt geht's wieder los. Mit dem Einsammeln von Rüstung. Lol. Von den Osteninseln einfach mal geklaut. Ganz viel Ausrüstung. Einfach mal durch die Map laufen, die ganze Zeit E drücken. So kennt man's. Notiz vor. Entschuldigung. Notiz von Forschungsassistent Winkler, 28. Februar. Im Zuge eines Experiments an Objekt Nummer 12-1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfsburg kam Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als Herr Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion. Sein Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchten alles, um das Feuer zu löschen, aber schließlich erlag er seinen Verbrennungen. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben. Ich muss mir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12.1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das aus einer Reihe optischer Linsen, einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weitere bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 nach Christus datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größere Schlachten vorgesehen. Es ist unklar, ob es jemals im Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde, das seinen Benutzer nicht in Brand steckt. Moment. Könnte dieses Gerät das sein, was Albert Einstein in seinem Papier zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Falls ja, so könnten wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehnts stehen. Sobald die Sicherheitsprozeduren verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Interessant. Knochen. Was soll das darstellen? Ich habe keine Ahnung. Noch mehr Dokumente. Notiz von Forschungsassistent Lang, 4. Januar. Helga ist die ganze Woche über bei einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Ich habe ihm die Hand gegeben. Er schien mir ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Aber seine Hände waren klamm und kalt. Und da war dieser leicht unangenehme Geruch. Helga hat mir in der Zeit, in der sie sich um unseren Gast kümmert, die Leitung der Forschungsgruppe anvertraut. Erwähnenswerte Entdeckungen. Ein alter Bauplan zwischen zwei Holzverkleidungen scheint beim Bau dieser Burg verwendet worden zu sein. Die Burg wurde von König Otto erbaut und sollte auf seine Feinde groß beeindruckend und einschüchternd wirken. Muss damals ein toller Anblick gewesen sein. Zum damaligen Zeitpunkt zweifellos eine beeindruckende technische Errungenschaft. Auch jetzt, wie wir hingefahren sind, ich fand es sah schon sehr geil aus. Als ich mir die Skizzen ansah, bemerkte ich einige Räume, zu denen ich keinen Eingang finden konnte. Gibt es vielleicht einen verborgenen Öffnungsmechanismus? Ich werde Helga sofort unterrichten, wenn sie nicht anderweitig zu tun hat. Könnte es sich dabei womöglich um König Ottos verschollenen Schatz handeln? Lang. So, wir haben hier nur noch einen Typen rumlaufen gehabt, ne? Jetzt nicht mehr. Oben auf dem Laufsteg, BJ. Nicht schießen. Ich bin's. Ich hab keine Ahnung, wo der meint. Wo wechsle ich die Waffen? Ich sehe mich hier oben um. Halte auch schon nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Na schön, Helga. Helga! Rüstung ist noch nicht ganz voll. Also, wenn ich ein Tresor wäre, wo würde ich mich verstecken? Würde ich gar nicht, weil ich nicht denken könnte. Ich würde einfach nur sein. Aber wo nur? Ja, das hat er gut erkannt. Wir wären höchstwahrscheinlich. Stellen Sie alles auf den Kopf. Wir hauen hier nicht ohne diese Akte ab. Wir würden uns in deinem Bild verstecken. Aber die Akte ist futsch. Sie ist nicht hier. Dort unten ist ein Funkgerät. Rufen Sie Kessler.
Funke Kessler an. Moment. Achso, Tisch. Hier muss irgendwo ein Funkgerät sein, oder was? Funkgerät? Da ist das Funkgerät. Alles klar. Wir funken mal. Ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Ihr Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer out. Scheiße. Verdammt, halten Sie die Aufmerksamkeit. Okay, jetzt geht die Action los. Ich dachte schon gar nicht mehr heute. Bam, bam, bam. Besser als bei Bioshock Infinite, aber das kann ja auch. Also die Schießereien. Aber man kann ja auch nicht schlechter sein. Alles gut. Kopfschüsse sind immer noch am effektivsten. Da kommen die gerade nicht gerade wenige. Na komm, was willst du da? Lebst du noch? Granate. Okay. Geil, I am Batman. Munition noch soweit okay. Alles gut. Wie sieht's mit dem Ausgang aus, Wesley? Ja, echt, hey. Hast du da uns nicht was versprochen? Wer schießt denn da noch? Ach, da oben. Naja, gut, die ist jetzt nicht so geil, wie ich es mir gedacht habe. Wir nehmen mal hier alles noch mit, was ich hier gerade finde. Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Tja, das ist nicht viel wert, wenn wir hier nicht rauskommen. Hier, ich habe einen Weg nach draußen gefunden. Komm, ich helfe ihn hoch. Vorsichtig. Ganz sachte. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Verstanden. Geschafft. Komm, schnell. Eine Leiter. Gut, zum Aufsammeln haben wir nichts mehr. Dann die Leiter rauf. Das ist die beste Idee. Haben wir hier irgendwas Schönes? Wir haben Helgas Brief. Den lesen wir später. Los jetzt, Blaskovic. Durch diesen Ausgang. Was sollen uns die Schädel sagen? Jetzt gibt's kein Zurück mehr, BJ. Immer weiter. Gleich. Immer weiter, gleich. Helgas Tagebuch, zweiter Eintrag, September. Ich habe schon viel über Wolfstein gelesen, dass mir schon die Augen bluten. Eine unbegreifliche, faszinierende Stadt. Hier gibt es etwas Wichtiges. Ich kann es spüren. Jedenfalls schien es meinen Vorfahren König Otto wichtig gewesen zu sein. Bisherige Schlüsse. König Otto fand fragmentierte Pergamente. Begegnung in Istanbul. Pergamente gaben ihm mächtiges Wissen. Siehe Notizgelehrter, bla bla bla. Baute etwas in Wolfsburg, das er im Krieg gegen die Magyaren einsetzte. Kriegsmaschinen halfen ihm bei der Machtergreifung und dem Aufbau der des Heiligen Römischen Reiches. Aber was immer er gebaut hatte, scheint dem Feuer, das die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat, zum Opfer gefallen zu sein. Die meisten würden an diesem Punkt wohl aufhören, aber ich spüre diesen Hunger in mir. Ich will mehr wissen, das ist deine Schuld, Vater. Ich werde so lange mit dem Kopf gegen diese Wand rennen, bis sie mich entweder töten oder ich sie durchbreche. Heute Abend gibt's Wein, einen spritzigen Rheingauer, köstlich zu Wurst und Käse. Man hat natürlich immer so deutsche Klischees dabei, ne?
Nicht der Wein, aber Wurst und Käse. So. Aber jetzt müssen wir ja verschwinden. Scheiße. Ja. Danke. Au. Hat einen sehr guten Ausgang gewählt, muss ich schon sagen. Vielen Dank. Hallo? Oh. Wo werden wir hingebracht? Oh nein, wieso nur? Bethesda Software präsentiert ein Spiel bei Machine Games. Wolfenstein, der Old Blood.